diesem Video erklären wir, wie Geräte im X2-System angemeldet oder gelöscht werden und die Boxnummer verändert werden können. Zuerst schalten Sie den Sender ein und warten Sie die Initialisierung ab. Wenn der Status Testmode angezeigt wird, ist das Gerät bereit. Öffnen Sie das Menü mit der Menütaste und schalten Sie mit Plus zur Device-List weiter. Öffnen Sie diese mit der OK-Taste. Drücken Sie einmal die Minustaste, um zu den Settings zu gelangen, und wählen Sie mit der OK-Taste an. Wählen Sie Insert New mit der OK-Taste. Hier können Sie zwischen automatisch und manuell wählen. Hier wählen wir Automatik. Jetzt fordert der Sender Sie auf, den entsprechenden Empfänger in unserem gefallenen Gerät Nummer 5 einzuschalten. Schalten Sie den Empfänger jetzt ein und drücken Sie die Starttaste seitlich am Empfänger. An der Seite des Geräts fängt jetzt eine LED an zu blinken und am Display wird ein 10 Sekunden Countdown angezeigt. In diesen 10 Sekunden hat man Zeit, am Sender mit OK das Gerät zu bestätigen. Es wird dann am Sender die IDU-Nummer angezeigt und abgefragt, ob dieses Gerät gespeichert werden soll. Kontrollieren Sie, ob die ID-Nummer mit der Nummer am gewünschten Gerät übereinstimmt. Bestätigen Sie mit OK. Damit wird das Gerät in der Geräteliste gespeichert, in diesem Fall auf Position Nummer 5. Danach können Sie direkt mit dem nächsten Gerät fortfahren. Der Sender wird automatisch auf das nächste Gerät in der Liste warten. Mit Escape können Sie den Prozess verlassen und mit den Plus- und Minustasten durch die Geräteliste schalten. Hier wird der Gerätestatus angezeigt. Hier Gerät Nummer 5 mit der ID 1801051, der Box Nummer 1, Batteriestatus 100% und der Buchstabe A bezieht sich auf die Verwendung von Gruppen. Um die Box Nummer einzustellen, öffnen Sie die Device-List und suchen Sie mit den Plus- und Minustasten das gewünschte Gerät und wählen Sie es mit OK an. Im Beispiel hat das Gerät derzeit die Box Nummer 1. Diese möchten wir auf 5 ändern. Drücken Sie OK, um einen Cursor zu aktivieren. Drücken Sie Plus, um den Cursor auf die Boxnummer zu verschieben. Drücken Sie OK, um die Nummer anzuwählen. Jetzt können Sie den Wert mit den Plus- und Minustasten verändern. Bestätigen Sie den Wert mit der OK-Taste, um ihn zu speichern. Würden Sie stattdessen Escape drücken, würde der Wert unverändert bleiben. Danach verlassen Sie das Gerät mit Escape und können mit den Plus- und Minustasten ein anderes Gerät anwählen, um auch dort diese Einstellungen vorzunehmen. Um ein Gerät zu löschen, öffnen Sie wieder das Menü und die Device-List. Drücken Sie einmal die Minustaste, um zu den Settings zu gelangen, und öffnen Sie diese mit OK. Hier können Sie Geräte einfügen oder Geräte löschen. Es wird dann zunächst das zuletzt eingefügte Gerät zum Löschen angezeigt. Hier Gerät Nummer 5. Drücken Sie OK, um den Vorgang zu bestätigen. Sie bekommen die Meldung Deleted. Bestätigen Sie diese mit OK. Damit ist das Gerät gelöscht. Um alle Geräte zu löschen, wechseln Sie wieder in die Device-List und öffnen Sie die Settings und wählen Sie den Menüpunkt Delete an. Halten Sie jetzt die Plus- und Minus-Taste gleichzeitig gedrückt, wird abgefragt, ob Sie alle Geräte löschen möchten. Bestätigen Sie dies mit OK. Damit sind alle Geräte vom Sender gelöscht und alle Geräteplätze leer. Möchten Sie einem Geräteplatz direkt ein neues Gerät einfügen oder das Gerät an diesem Platz löschen, können Sie dies mit der Plus-Taste tun. Halten Sie die Plus-Taste bei einem gewählten Gerät gedrückt, können Sie wählen, ob ein Gerät eingefügt oder gelöscht werden soll. Fügen Sie eines ein, wird das aktuelle Gerät in der Liste nach hinten verschoben. Löschen Sie ein Gerät, so wird das Gerät, das in der Liste darauf folgt, nach vorne verschoben.